Ich sehe nichts, aber ich will es auch, glaube ich, gar nicht wissen. Ich will einfach nur hier raus. Ich will einfach nur nach Hause. Okay. So. Wir müssen das Leuchtfeuer noch von Athen, was ich gerade in der Hand halte, noch zum Olymp bringen. Und ihr haltet wahrscheinlich gerade euren Penis in der Hand. Das weiß ich natürlich schon. Ihr befolgt nämlich die Befehle vom Allotrix. Ist das unser Haus? Ach nee, Quatsch, das ist ja jetzt hier noch die Siedlung. Stimmt, letztes Mal habe ich hier schon versucht, Dings zusammen zu craften. Ein Bett. Aber das war doch nicht erfolgreich. Bello? Darf ich mal kurz sitzen? Wie gut er auch auf mich hört, ne? Bello? Ne, jetzt mag ich dich nicht mehr. Nein, das müsst ihr als schwarzen Humor sehen. Hör, versteht ihr? Schwarz. Oh, scheiße, wieso ist der so extrem dunkel? Ich glaube, ich suche jetzt einfach mal gerade ein Schaf. Und dann... schere ich das. Mit einer Schere. Wer hätte es ge... Enderman! Mit sie fertig machen. Ich weiß nicht, ob ich ihn angeguckt habe oder nicht. Ich sag immer schon auf die Füße hauen, das hilft immer. Sehr, sehr schön. Aber muss aber sagen, die Schneelandschaft ist hier schon sehr schön. Ich höre die ganze Zeit Bogen. Ah, da ist er ja. Ich habe wohl kein Zielwasser getrunken. Los, Bello, mach ihn fertig. Aua! Ja! Hast du fein gemacht, Bello. Hier. Gammelfleisch. Ja, zur Belohnung gebe ich ihm Gammelfleisch. Da habt ihr das schon richtig mitbekommen. Ach, die Sonne geht auch schon auf. Ich will, aber ich würde trotzdem gerne noch einen Schaf finden. Komm her! Ganzen scheiß Monster hier. Ich hoffe, dass die Dorfbewohner jetzt nicht draufgegangen sind, weil die Zombies die angegriffen haben. Aber da ist ein Zombie. Nee. Böse. Die Dorfbewohner beschützen. Los, Bello, mach ihn fertig. Ja, hast du fein gemacht, Bello. Hier als Belohnung bekommst du auch das Gammelfleisch, was du kaputt gemacht hast. Also, was du dir erfarmt hast. Okay, der hier lebt noch, der Ork. Ja, private Insider. Okay, euch geht's soweit auch ganz gut, oder? Mir geht's gut. Mir auch. Okay, Bello, jetzt sind weiter. Hey! Aua! Bello! Mensch, erstmal verarscht mich der Typ da, der alte Opa-Ork, mit der Tür und Bello schubst nicht dann herunter. Das haben die bestimmt geplant. Und ich habe das verplant. Oh, hallo Spinne! Ach, scheiße, die ganzen Monster, die kennen ja jetzt auch nicht, ne? Weil es so, weil es regnet. Das ist natürlich scheiße. Da ist hier dann noch eine Spinne und was sehe ich denn noch? Bello sehe ich noch. Da sehe ich noch ein Skelett. Lol. Lol. Danke. Komm her! Bam! Okay, okay, okay. Ach, ich muss mal gerade auf die Uhr gucken. Ah, okay, es ist schon 23. Ich weiß jetzt natürlich nicht genau, wie lange ich aufnehme. Was? Du weißt es ja nie! Ja, ich weiß, ich wollte mir jetzt eigentlich eine Uhr daneben ja immer stellen, aber ich hatte gar keine Uhr parat und dann habe ich es vergessen. Nein! Oder ich habe es weggegessen. Alter, ihr wollt mich doch verarschen hier. Oh Gott, das ist ein Monster. Oh Gott, das ist auch ein Monster. Einfach wegrennen. Wenn du sie nicht anguckst, können sie dich nicht sehen. Nee, Quatsch, wenn du dich nicht bewegst, wenn du dich nicht sehen, heißt es eigentlich. Aber egal. Darauf scheiße ich jetzt mal. Genauso wie auf meine Abonnenten. Also natürlich bildlich, na, jetzt nicht metaphorisch. Ihr müsst das natürlich alles ja auch mit einem gewissen Sarkasmus beurteilen, ne? So. Na, was geht ab? Meine kleinen Chickens.
Oh, ist aber schon ordentlich. Oh ja, ich hab's verstanden. Ihr könnt Main und Moon und was auch immer. Mittlerweile habe ich das verstanden. Oh lol, ey, ich denke immer, ich werde vom Blitz getroffen. So, ich werde jetzt mal die Eier. Oh, 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 oh. Alter, können die sich nicht vorher melden so oder so, dass die mich gleich angreifen? Was natürlich ein bisschen dumm von denen wäre, ne? Aber trotzdem jetzt mal. Ach Gottchen, da oben sehe ich schon wieder alle möglichen Monster. Da gehe ich mir lieber kein Stück in die Nähe. Ist es eigentlich Tag oder Nacht? Ich bin mir da nicht sicher. Quatsch. Wieso will ich immer hochgehen? Keine Ahnung. Also wenn ich schlafen will. Ah. Oh, und Bello springt da so schön rum. Am Herd. Der will sich da ein bisschen am Herd wärmen. Der zwar gerade aus ist, aber egal. Bello. Warte, du sitzt dich jetzt mal kurz hin. Und dann baue ich hier mal eine Hundehütte. Irgendwo hier hin. Hier hin, hier. Hier ist gut, hier, hier, hier. Da brauche ich Steine. Da, ich habe Steine im Inventar. Oder baue ich dir aus Holz? Ich baue dir aus Holz. Schnell, ich brauche Holz. Nee, ich baue dir aus Stein, ich baue dir aus Stein. Aber ich muss ein Crafting-Box haben. So. Ja, und draußen fährt ein Motorrad. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ich denke mal nicht, aber egal. So. Zwei Packs Treppen. Und jetzt brauche ich noch das Dünne. Und dann brauche ich auch noch Zäune. Ja, das mag sich jetzt alles ein bisschen konfus anhören, aber Konfuzius hat ja schon gesagt, du sollst warten, bis dir das Bau zu Ende ist. So, 1, 2, 3, 4. Dann brauche ich noch kurz das hier und dann 1, 2, 3, 4. Ganz geschwind muss das gehen. So, das kommt weg. Und dann kommt... Moment, ich muss gerade überlegen. Ich glaube, ich mache das so. So. Ach Gottchen. Ah ne, ist auch falsch. So. Dann den oberen weg. Dann dahin. Und dann habe ich komplett falsch gebaut. So. Zack, zack. Und dann da unten. Das ist jetzt übrigens sehr praktisch, dass man auch Treppen und Half-Steps anders hinsetzen kann. So falsch rum. Das ist ultimativ praktisch. So, und dann reiße ich das mal gerade noch ab, weil das scheiße aussieht. Aber so wollte ich es ja auch nicht bauen. Wie gesagt, ich muss warten, bis es zu Ende ist. Ach, das geht nicht. Gut. Das kommt dann weg. Dann kommt da der komplette Stein hin. Also, naja, so ein ganzer Block. Ich merke gerade, wie ich auch ein bisschen ruhiger werde, weil irgendwie hier gerade so ein bisschen die Action jetzt raus ist. So, da noch ein ganzer Block. Ich könnte jetzt wieder meinen Block sagen, aber das wäre jetzt total unlustig. Den Spruch habe ich in der Aufnahme schon so oft gebracht. Ja, Bello, kannst da gleich hin. Ja. So, ich brauche jetzt noch einen weißeren Zaun. So, und dafür brauche ich Holz und dafür brauche ich Baumstämme und die habe ich mir gerade geholt. Geholt vor allen Dingen. Ich hab die heruntergeholt. Ha, badumts. Ich war schon wieder kurz davor, dieses Höhöhö zu machen. Egal, das ist nur so eine Phase. Liegt daran, dass ich in der Pubertät bin. Wobei, ab wann ist man eigentlich nicht mehr in der Pubertät? Ich weiß das jetzt gar nicht mehr so genau. Das ist doch eigentlich schon. Pubertät kann sich ja bis zu 20 hinziehen. So, und daran müssen wir jetzt auch Bello kriegen. Warte, ich mache dann nochmal einen schönen Boden. Gott, was mache ich denn für einen Boden? Am besten aus Wolle. Ein bisschen Wollefarben habe ich denn noch. Rot, Gelb. Oh, Gelb ist ganz cool. Aber ich kann doch mal hier die Kiste befüllen. Mit allem möglichen Crap. Crap! So. Warte, Gold und Eisen brauche ich noch zum... Ach, zum Anzünden meiner Bude. Naja, man möge sich hier nur einmal kurz vorstellen, hier mal kurz Eisen reinzuschmeißen in die Wohnung und dann brennt alles. Ich darf das mal kurz demonstrieren. Brenne! Oh, wieso brennt das denn nicht an?
So, mit den 1 kommt das Gold rein. Die fetten Klunker. Wieso passt es noch nicht ganz? Ja, so passt es, dass ungefähr das auf 3 aufgeteilt ist. Oh. So. Man muss ja gerecht aufteilen. Das wäre ja sonst unfair. Logischerweise. Wenn etwas nicht gerecht ist, ist es unfair. Schrägstrich ungerecht. Aber ich glaube, dieses Wissen, das hätte ich euch auch vorenthalten können. Weil das obvious ist. Die gelbe Wolle, die schimmert aber ganz schön. Schillert. Schimmelt. Haben wir noch einen hier vorne? So. Die gelbe Wolle ist mir persönlich ein bisschen zu hell, aber... Irgendwie sieht das auch voll komisch aus, die Hundenhütte. Egal. Müsst ihr eben halt passend interpretieren, dann. Das ist halt so. Ich muss ja gucken, wie lange ich schon aufnehme. Ich nehme, glaube ich, jetzt 40 Minuten auf. Da habe ich schon noch 5 Minuten. Moment, ich kann ja mal gerade nachgucken. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter, das nachzugucken. Weil ich dafür kurz auf Skype... Auf Skype, ich glaube in Skype online gehen muss und Skype total laut ist und so ein Quatsch. Und diese ganzen Tiere auch total laut sind und die mal ein bisschen leiser sein könnten. Jetzt muss ich nämlich die ganze Zeit rumbeln und das will ich nicht. Ja, ihr könnt auch hier mal schön still sein. Der Einzige, der hier jetzt noch irgendwas machen darf, bin ich und Bello, ja? Also seid mir hier alle schön still. Na, schade, kein Babyhuhn. Babyhuhn! Bum, bum. So, Moment, ich kann jetzt mal gerade hier auf Skype vorbei schauen. Oh. Okay, ich nehme... Was? Okay. Laut Skype nehme ich jetzt schon 1 Stunde und 15 Minuten auf. Kann das sein? Hitler, kann das sein? Ohne Witz, kann das passen? Ich habe da jetzt irgendwie so ein bisschen den Überblick verloren. Bello, gehen wir noch ein bisschen weiter rein. Moment, ich kann ja mal den hier machen. Ach, ich hole schon die Schere raus und dann geht das nicht. Ist natürlich auch wieder super. Oh. Bello, spring mal darauf. Bello, spring mal darauf. Bello, könntest du bitte springen? Nein, falsche Richtung, Bello. Bello, komm her. Langsam ist es nicht mehr lustig. Bello. So, jetzt spring da mal. Nee. Ach, wieso renne ich ihm hinterher? Der soll mir hinterher rennen. Oh, hoppala. So. Bello, komm mal. Ach, scheiße, geht da rum. Scheiß neue KI. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass er weiter reinrennt. Ja, wuff. Magst du deine Hundehütte etwa nicht? Ach komm, dann schiebe ich den jetzt einfach... Oh, ich will den Block da hinsetzen, so. Schiebe ich den jetzt einfach nur so ein bisschen rein. So, passt schon. Gut, dann stelle ich mich hier gerade noch cool hin. Also, ne, ich stehe natürlich immer cool. Kopf über nämlich. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns auch beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Minecraft. Haut rein!